Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Genshi. In der letzten Folge ist einiges passiert, also wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut unbedingt rein. Es steht auf einmal, steht ein Kriegsherr vor unserer Haustür. Warum ist jetzt die Frage, Problem, Raxamus liegt hier in einem Erholungskoma. Ruka liegt hier oben im Sterben, weil wir irgendwie die Hyopais hier bisschen verärgert haben. Ich glaube halt auch, dass wenn ich jetzt mit Raxamus hochkommen würde, sie da nicht rausholen kann. Ist blöd gelaufen. Bedeutet, Ruka wird wahrscheinlich sterben. Wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht mal, was mit mir passiert. Bei mir geht es ja eigentlich gut. Problem dieses Kriegsherr. Wenn der Hyopai endlich mal aufstehen könnte. Bauch befindet sich im Heilungsprozess. Also ich mag ja nichts sagen, ne? Ich bin ja total offen für alle Arten von... Wir machen mal ein bisschen Licht hier an. So, zack. Für alle Arten von... Ruka ist tot. Eine Schweigeminute für Ruka. Wir haben unseren besten Kollegen verloren. Unseren einzigen Kollegen der City. Und dürfen jetzt wieder alleine durch die Welt ziehen. Und ich vermute mal, so wie ich sie kenne, werden sie die jetzt da oben ausnehmen in alle Einzelteile. Und ich habe irgendwie die böse Vermutung, dass wir auch nicht mehr erwünscht sind. Ja, 24 wurde ausgelöscht. Oha. Es wurde ein Staubbadientenlager ausgelöscht. Nice. Das Traurige ist, alleine kriegen wir, glaube ich, nicht wirklich viel auf die Reihe. Die Leichen liegen aber noch da. Jetzt müsste man nur herausfinden, wer was ist. Das ist ein Staubbandit. Das ist auch ein Staubbandit, oder? Die Staubbanditen dürften ja eh eigentlich zum Dingsen frei sein. Kann ich mal bitte wieder aufstehen? Ey, ich lieg die ganze Zeit da und das da stört mich. Vor allem, die stehen auch nicht wirklich unbewaffnet da. Und vor allem, wenn ich hier drauf klicke und hier steht's Kriegsherr. Ist der Befehlshaber einer ganzen Armee. Und das sind halt doch schon ein paar. Karls Auserwählter. Karls Auserwählter. Missionsformation. Folgt Anführer. Folgt Anführer. Folgt Anführer. Nähert sich schnell. Also erstens, Leute, ich will keine Probleme. Ich bin Toter für Frieden und Freude Eierkuchen. Aber wer seid ihr? Und wie lange dauert es, aus einem Erholungskoma aufzustehen? Du kannst auch in der Zeit absolut nichts machen, ne? Ich kann höchstwahrscheinlich sagen, okay, hier, warte mal, wir können mal hier wahrscheinlich in den Bergbau gehen, hier. Den Steinverarbeiter, yo, den Steinverarbeiter stellen wir. Wie kann ich den, warte mal, Plus und Minus, vielleicht ging es hier so. Oder, der Steinverarbeiter, da kommt der hier hin, so. Und klicken hier auf OK, dann kommt hier der Steinverarbeiter nachher hin. Toll. Muss ich warten, bis das hier aus Minus nach oben gekommen ist, aus Plus? Es geht ja jetzt relativ schnell, aber... Bis dahin sind die 2 Tage rum und dann stehe ich ohne Verteidigungsleute da. Dann habe ich nur noch meine Mauer. Die ist auch noch nicht fertig. Ich würde es einfach sagen, Leute. Ich melde mich zurück, wenn ich wieder aufgewacht bin. Also, bis gleich. So, Leute. Ich bin wieder zurück. Raxamus ist gerade erwacht. Und dann kam das. Also, das da. Auf dem Boden der Schenke. Gibt es keinen Platz für euch. Dennoch seid ihr hier. Okay, meine Verteidiger kämpfen aber noch wacker um mein Gebiet, wie es scheint. Ich glaube, ich kann meine Mauer noch bauen, oder? Jetzt einfach so mal just for interest.
Zaun die wieder ab, hä? Also ganz verstehe ich es noch nicht. Wir machen jetzt hier die Mauer mal zu. Oder so weit halt wie möglich. Damit hier endlich mal Ruhe herrscht. In unserem Gebiet. Weil es ja echt richtig schlimm, ey. Das geht hier dauernd ab wie irre. Und hier wird gerade richtig gekämpft. Also unser Gebiet ist ja wirklich hart umkämpft. Ich weiß nicht mehr, was die haben. So, Mauer rauf. Fertig, das Mauerstück. So. Kein Baumaterial mehr? Oh, haben wir echt nicht mehr. Dann müssen wir uns mal darum kümmern, würde ich sagen. Wir haben noch 500 Gold. Wir bauen jetzt aber schnell mal hier das fertig. Weil von der Mauer fehlt noch extrem viel. Das Problem ist, wir haben ja nicht mal mehr was zu essen. Also ist ja nicht so, dass wir irgendwie jetzt überleben könnten. Und pipapo. Ja, wie schaut das hier aus? Das ist... What the fuck, wie es hier abgibt. Abgeht einfach. Ich würde einfach schauen, ob wir hier einen Staubbanditen finden und den ausnehmen können. Was bist du? Du bist ein Beschwichtigter der Händlergilde. Oh. Ein von der Händlergilde, Technologiejäger wieder. Also ich glaube, die Technologiejäger haben was gegen uns mittlerweile. Ich laufe mal zu einem von denen hin. Scheint auch nicht unbedingt so zu sein. Ich glaube, wir dürfen halt von denen, genau von deren Rasse halt nichts klauen. Dann sollte das hoffentlich funktionieren. Weil ich muss jetzt irgendwie ein bisschen Geld ran schaffen, damit wir die letzten paar Teile kaufen können. Dafür müsste ich das Schlachtfeld wiederfinden. Wo sind denn jetzt die Felder der Toten? Die sind die mittlerweile schon... Du beschaust noch so nach einem Staubbanditen aus. Dich kann man untersuchen. Weil die bringt hier... 180er Verkaufswert. Verkaufswert... Es ist immerhin etwas... 93er Verkaufswert, 200er Verkaufswert, 300er Verkaufswert. Dann haben wir hier noch die Bolzen. Die haben auch etwas an Wert. Und wer bist du? Du bist ein Staubbandit. Und ich würde mal sagen, Staubbanditen hassen wir. Und jetzt heißt es mal, wir schauen mal nach oben. Wie sie uns empfangen. Ab geht's nach oben. Ab zum Lager. Raxus ist gelähmt? Nee, ist nicht gelähmt. Oh, warte mal. Ach, kommt schon. Das ist doch jetzt die reinste Verarsche, oder? Ey. Was hat denn sie überhaupt angegriffen? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schnell schauen, dass wir uns hier irgendwie verarzten. Ey, ich schwör's euch, das hätte jetzt nicht sein müssen, oder? Leute, ich brauche Unterstützung. Ich glaube, dadurch, dass ich sie jetzt so geärgert habe, mögen die mich mittlerweile auch nicht mehr. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich muss wieder resetten. Und das da unten nochmal von vorne planen. Und das alles, weil ich außerdem von Technologiejägern geklaut habe. So schaut es aus dann, ne? So geht es dann voran. Dann werden die pisst. Damit würde ich dann halt wohl sagen, ist zwar eine kürzere Folge als sonst, aber hey. Ich glaube, ich werde diese Woche mal was anderes bringen, außer Kenshi noch. Da kommt was anderes diesmal. Ich glaube, ein bisschen Hausflipper oder sowas. Schauen wir mal. Vielleicht tue ich es auch gleich nochmal probieren, aber vielleicht tue ich auch wieder schauen, dass wir auf
fast denselben Stand kommen irgendwie. Schauen wir mal, wie wir es regeln. Kenshi ist ja doch ein bisschen länger, wie er gespielt. Oder ich schaue, dass ich die Mauer fertig kriege, weil allein schon bis dahin werde ich 3 Jahre brauchen. Naja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Everything changes.